Was ein Seminarist lernen müsste, um ein guter Priester zu werden. Also ich würde zunächst einmal einfach praktisch sagen, er soll gediegene theologische Ausbildung machen. Also ich würde sagen, gescheit studieren, damit er dann wirklich, wenn er in der Seelsorge steht, theologisch zuständig kompetent ist. Also er soll sich wirklich gediegenes Wissen aneignen. Ist nicht das Wichtigste, aber ich denke, also das ist einmal, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass er sich wirklich auf einen geistlichen Weg macht und auf einen geistlichen Weg geht. Also, dass er nicht das geistliche Leben halt so nebenbei pflegt oder gar immer mehr vernachlässigt, das Gebet immer mehr ausfällt oder einfach eine unwichtige Rolle spielt, sondern dass man an ihm merkt, dass er geistlich wirklich innerlich ringt, kämpft, sich bemüht, dass er wächst, dass er sich dabei auch helfen lässt durch geistliche Begleitung, Lektüre, Weiterbildung, Exerzitien und so weiter. Also diese zwei Dinge halte ich wichtig. Und ein drittes wäre schon auch, ich denke, dass es ihm dann wirklich gelingt, gut auf dem Weg zu bleiben. Es ist einfach wichtig, dass er gute Beziehungen hat. Gute Freundschaften, unter Umständen auch gute Freundschaften, nicht Partnerschaften, aber Freundschaften auch zu Frauen. Dass er da menschlich wirklich also nicht auf der Strecke bleibt oder zum Teil aushungert oder sehr einseitig wird, sondern dass er sich wirklich in seinem ganzen Menschsein also richtig, richtig entfalten kann. Und so auf diese Weise ein wirklich authentischer, froher, zufriedener Zeuge wird für Jesus Christus, der ja nicht halb ausgehungert war.